Merkel? Oh, schon wieder. Wer war denn das? Hat sich nicht gemeldet, hat einfach aufgelegt. Telefonstreich, ne? War bestimmt so ein unzufriedener Bürger. Mit Sicherheit nicht. Meinst du, es gibt keine unzufriedenen Bürger? Klar gibt's die, aber die haben nicht diese Telefonnummer. Wer war es dann? Berlusconi. Berlusconi? Ja, der hat mich auf dem Kicker. Echt? Siehst du doch. Der ruft dich an und legt dann auf? Bestimmt schon 10, 12 Mal diese Woche. Hat der ein Rad ab? Ach, da stehe ich doch drüber. Mit diesen Telefonstreichen will er sich doch nur rächen. Wofür? Naja, auf der letzten EU-Sitzung habe ich seine Aktentasche mit Apfelsaft gefüllt. Warum machst du denn sowas? Joachim, das musste sein. Im Interesse der Bundesrepublik Deutschland. Ach so, ja, dann... Ja, der Putin hat behauptet, ich würde mich das nicht trauen. Der Putin? Ja, hätte ich da gekniffen, hätte Deutschland total feige ausgesehen. Da hätten wir international an Ansehen verloren. Bestimmt wieder Berlusconi. Ach, ich gehe da gar nicht mehr dran. Ich schicke dem Berlusconi ein Telegramm, dass das mit dem Apfelsaft Putins Idee war. Soll er doch den mit seinem Telefonterror nerven. Ihr scheint ja echt Spaß zu haben auf euren Konferenzen da. Oh Mensch, gut, dass du mich erinnerst. Morgen muss ich wieder nach Brüssel. Da muss ich noch das Juckpulver einpacken.